Berlin stand schon immer vor Vielfalt und wird immer davor stehen. Wohnen ist ein Menschenrecht und wir alle haben das Recht auf ein Zuhause, in dem wir uns wohlfühlen. Und zwar in der Stadt, in der wir uns wohlfühlen. Und das muss bezahlbar sein. Niemand sollte aus seinem Kiez vertreiben werden, indem er seit 10 oder 20 Jahren oder mehr lebt. Niemand sollte nach 20 oder 30 Jahren Arbeit gesagt bekommen, dass er sich in seinem Kiez nichts mehr leisten kann und wegziehen muss. Niemand sollte in Tempelhomes, Wohnheimen, Notunterkünften, Erstaufnahmezentren oder MOVs leben. Hier geht es nicht um Geld, sondern um Liebe, um Erinnerung, um Freunde und Nachbarn, um unser Zuhause und viel, viel mehr. Wir sind einfach nicht bereit zu gehen, weil wir nicht mehr reinpassen. Weil wir nicht reinpassen, zu arm sind, zu behindert, zu alleinerziehend, zu geflüchtet oder zu ausländisch. Wahrscheinlich wurde jeder hier schon mal diskriminiert oder rassistisch beleidigt. Aber glaubt mir, es gibt verschiedene Levels davon. Wurdet ihr schon mal wegen eures Namens, Herkunft oder wegen eures Haut- und Haarfarbe oder wegen eures verrückten Akzent abgewiesen? Wurdet ihr schon mal wegen eurer Familienstand oder eurer Alters abgewiesen? Nicht nur Häuser, sondern auch Menschen werden wie Wörter behandelt. Wir lassen uns nicht gegen einander ausspielen. Wir setzen uns wieder. Der Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt ist ein Nahboden von Rassismus und Diskriminierung ist. Und jetzt noch eine Sache, die mir besonders sehr wichtig ist. Wer denkt, dass die Geflüchteten Wohnungsnot verursachen, hat total Unrecht. Weil wir doch zu denen dazugehören, die verdünnert werden. Sind wir ein Teil der Lösung, nicht des Problems? Wir alle sind Berlin. Wir alle gehören hierher. Wir lassen uns nicht vertreiben. Wir sind hier und stehen für Vielfalt. Wir alle teilen uns die Straßen, die Sonne, wenn es gibt, die Luft und sogar die schlechte S-Bahn. Danke an alle, die diese Demo möglich gemacht haben. Nicht nur wegen eurer Arbeit und Mühe, sondern auch, weil ihr mir wieder das Vertrauen gegeben habt, dass es sich lohnt, gemeinsam für etwas zusammen zu kämpfen. Wir sind die Stadt. Wir sind die Zukunft dieser Stadt. Und wir kämpfen jetzt davor, dass es eine gute Zukunft für uns alle wird. Vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Redebeitrag.